Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu No Gravity. Heute dabei ist der Halbzwilling. Hallo! Der Projektleiter. Oh, die haben hier Melonen. Also da hier Max und Dingsensbumsens bauen, darf ich hier einbrechen. Der Melonen? Ja, die haben Melonen. Wollt ihr dir irgendwie eine Message da lassen, oder? Nee. Was wird denn das hier? So ein Melonenkult? Keine Ahnung. Die haben Melonen und Kürbisse. Aha. Ja. Und ich schnapp mir jetzt ein paar Melonen. Sag mal, wo bist du denn? Dann komm ich mal vorbeigeflogen. Die Melonen werden bei mir aber... Ich bin bei denen. Die Melonen werden bei mir aber nur gegessen, ne? Ja, klar, logisch. Ja. Die werden nicht angepflanzt. Ja. Die Melonen, die werden nur gegessen. Die werden nicht verehrt. Verehrt, genau. Weil Melonen und Kürbisse, die vertragen sich ja nicht. Sagen meine Zuschauer. Also, ich weiß ja nicht, woher die das haben, aber juckt mich auch nicht so. Ich bin jetzt bei deinem Haus. Wo muss ich denn dann in welche Richtung? Ach, bei Dings bist du. In der Nähe vom Spawn sind die. Ich versuche gerade auch. Ach, hinter dem Berg. Ich versuche auch gerade irgendwie zurückzukommen. Ja, Moment, dann komme ich mal vorbei. Ich gehe jetzt zu dem Spawn, also da, wo ja, das Ding gekennzeichnet ist. Oh, haben die den Wegpunkt geklaut? Ich glaube, da hat jemand den Wegpunkt geklaut. Okay, dann waren das die. Tatsächlich, da hat jemand gesneakt, glaube ich. Ich glaube, es sagt, da hat er den Wegpunkt abgebaut. Okay, ich hab's gefunden. Ups, wow. Also, Noah, was geht? Ich bin hier beim Spawn-Portal, wo bist du denn? Ich komm. Ich will jetzt gleich zu meinem Haus. Ah ja, ich sehe dich, hallo. Hallo. Na? Hi. Du hast schon Sternschnuppenrüstung. Und ich hab das hier. Also die Schuhe. Nur die Schuhe davon? Mhm. Okay, was haben die für Effekte? Die geben dir Doppelten, also du kannst dann 4 Blöcke hochspringen, aber nur nachts. Ah, nur nachts? Die ganzen Effekte sind immer nur nachts, genau. Okay, das ist ja nice. Das ist ja echt nice, weil ich farme auch schon diese ganzen, Sternschnuppen-Sachen, damit ich mir auch diese Rüstung machen kann. Kurze Frage, siehst du hier ein Gehirn oder was ist das bei dir, das Item hier? Warte. Ist das eine Karottenroute oder? Ja, das ist eine Karottenroute. Genau, weil das manchmal... Das Problem ist manchmal, das Texture-Pack downloadet gerade nicht, also... Nee, das updatet nicht manche Texturen, das ist voll komisch. Das heißt, wenn du es einmal im Cache hast, dann vielleicht musst du es dann löschen. Aber ja, ich muss mal schauen, ob ich da noch was fixen kann. Da hinten, oder? Nee, wir sind in falsche Richtung. Oh shit, wo wohne ich? Wo wohne ich? Komm mit, ich bring ihn nach Hause. Ich kenne mich mittlerweile voll gut aus. Ich noch gar nicht, ich kenne nur mein Haus und ja... Ich habe mich in der letzten Folge einfach drum gekümmert, zu essen, weil Essen-Probleme und so, ne? Ich habe mir ja so eine Farm gemacht, so eine automatische, weißt du? Ja, das habe ich demnächst auch vor. Mit so einem Kürbistimer. Ja, das habe ich demnächst auch vor. Mit einem Kürbistimer. Das heißt, wenn Kürbis gesetzt wird, dann... Genau, richtig. Dann geht dann ein Repeater das durch Signal durch. Ah, genau, hier müssen wir hoch. Ja, und dann habe ich einen Harvest daneben dran gepackt. Also diese Dinge, die du craften kannst. Ja. Mit der Axt. Nee, nicht mit der Axt, mit der Sense. Und dann baut sich der automatisch wieder ab. Ist und dann habe ich dann noch so einen Vakuum-Hopper, den baust du hier mit so einem Hopper und einer Enderperle und sammelt die Items ein. Ja, das ist richtig nice. Super. So, ich will mein Haus hier, also jetzt auch so teilweise in den Berg reinbauen und hier kommt es erstmal so, das hier wird noch so hochgebaut, dann kommt hier eine fette Glasfront rein, hier an die Seite und das da vorne ist der Balkon. Und das erinnert mich so ein klein wenig an die ersten Livestreams von Skate, wie er sein Haus hier gebaut hat. Das sah ungefähr genauso aus. Alter, das nimmst du jetzt sofort zurück. Das nimmst du sofort zurück. Ich fake nicht Skate. Das ist klar. Ach, jeder fake. Jeder, der Minecraft macht, fake sowieso mich. Ich hab's erfunden. Halt die Schnauze! Mann! Seh ich überhaupt nicht ein! Hier! Ach Mann! Mach mir aggressiv! Junge! Oh, ich hab hier jemanden. Ist jemand mit der Schaufel ausgerastet? Was ist hier los? Das war ich aus Versehen. Ich hab aus Versehen da halt hingeklickt. Mhm. Hey, lass mein Zeug drin! Na gut. Alter! Ohne Witz, dann nimmt man einmal mit dem Halbzwilling auf und dann macht das so ein. Oh. Nein. Ich wollte dich einfach nur verkraulen. So, jetzt ist es schön. Jetzt ist es Kunst. Ich plane noch was richtig Cooles. Soll ich dir mal sagen, was? Richtig crazy. Und zwar, es gibt ja den Harvester für so Sachen wie Farming. Und dann wollte ich aber noch einmal eine goldene Axt machen, der Bäume abbaut. Und der sozusagen, wenn. Und dann wollte ich noch so was dazu machen, wenn ein Sapling lang genug auf dem Boden ist, dass er sich dann selbst pflanzt. Weißt du? Okay. Und dann könnte man, so eine Art Funktion machen, dass man irgendwie so eine Art, so einen Baum hat und dann
lässt man das Wasser so fließen, dass die Sapling-Items immer auf dieselbe Stelle fliegen. Und da setzen sie sich wieder neu und dann kommt der Harvester und baut den Block wieder ab. Und dann hast du die ganze Zeit eine automatische Farm und der baut dann immer den Baum ab. Oh nein, das ist echt eine coole Idee. Mach das doch. Ja, wird auch gemacht. Also ich bin schon fertig mit dem Harvester. Fehlt jetzt nur noch die Geschichte. Oh nein, komm runter! Ich habe eine Angel. Guck mal, du kannst mit Angel kannst du die Sachen ranziehen. Ja, das ist schön für dich, aber Tag, ich habe keine Angel. Alter, Angeln sind das Beste. Die haben außer in PvP. Außer ja. In PvP. Ja klar, guck mal, ich kann dich auch zu mir ziehen jetzt. Warte. Hm? Oh, er angelt sich mich. Komm her, Basti. Alter. Zack. Ich glaube, wenn ich irgendwie dabei so springe oder so, kann ich dich sogar noch weiterziehen. Das ist voll cool. Das ist schön. So, einige Leute haben vorgeschlagen gehabt, dass ich die Farm doch in mein Haus baue, aber nee. Eine Farm gehört für mich raus. Haben die ja, die Farm im Haus ist ja doof. Ja, es haben einige gemeint, weil anscheinend halt eben ein paar... Ach, weil die Items wegfliegen, meinst du? Ja, sowas. Ja, würde ich einfach ein Dach drüber machen. Ja, das werde ich... Ja, gut, nee, ich finde es nicht so schlimm, weil die Items ja eh so gut wie runterfallen. Also. Das war ja am Anfang bei mir nicht so, als ich das Projekt gestartet habe. Ich habe es ja nach und nach alles immer hinzugefügt. Dann habe ich ja tatsächlich ein Dach drüber gemacht, weil sonst wird es echt ein bisschen zu nervig langsam. Ich finde es nicht schlimm, weil ich... Oh, ja. Oh, meine Angel ist schon kaputt. Tja, kommt davon, wenn du mich angelst. Toll, ich bin halt der Jitter-PvP-Mensch. Ja, ja. Jitter die alle weg. So, also hier würde ich gerne einfach so ein kleines Getreidefeld machen, muss nicht riesig sein. Ja, flieg halt mal davon. Und dann würde ich irgendwo noch Kürbisse anpflanzen. Ich glaube, ich baue so einen Kürbisaltar. Mhm. Ich hatte generell geplant, dass man so eine Art Altar bauen kann. So mit so Kürbissen, die muss man so als Opfer geben. Und dann kommst du in den Kürbis-Dungeon. Oh ja, das ist eine sehr geile Idee. Aber der ist dann so zum Beispiel immer nur nachts offen oder so. Dann kommen da solche diese Portalblöcke und setzen sich da automatisch hin zu einer bestimmten Zeit. Und dann kannst du dann rein. Das ist richtig cool. Das ist echt cool, was der Halbzwilling davor hat. Wird generell also so ein paar themenspezifische Dungeons geben. Und ich glaube, der Kürbis-Dungeon wird, glaube ich, der erste. Oder der Unterwasser-Dungeon, ich weiß noch nicht. Richtig cool. Weil es gibt ja dann auch die Prismarin-Rüstung, wo man dann richtig schnell unter Wasser abbauen kann und so. Warte, ich rette dich. Ja! Du hast halt eine Elytra, du Hacker. Kennst du das, wenn du so manchmal rumbackst, einmal fliegst du so voll hoch? Ja. Das ist voll komisch. Ja, das ist halt auch so. Oh, ich hab ja jetzt diese Motion Blur drin, ne? Und wenn man so schnell rumfliegt, das sieht richtig krass aus. Wie in so einem Next-Gen-Game. Tja. Ich bin richtig gehypt von diesen Shadern. Ja, Shader ist auch mega nice. Habe ich erstmal direkt, als ich es rausgefunden habe, ein Video dazu gemacht. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe nie wirklich mit Shadern gespielt, aber jetzt feiere ich es gerade total. Das macht so Spaß. Das sieht halt alles so geil aus. Vor allem die Welt hier. Das ist richtig cool. Ja. Deswegen auch, als es gibt hier richtig krasse Gegner. Craft Attack Shader gab, instant geholt. Du musst mal Richtung Norden gehen, da gibt's richtig krasse Gegenden. Ich habe mir schon überlegt, dass ich irgendwie so eine Sommerresidenz oder sowas mache, keine Ahnung. Weil das einfach richtig schön da ist. Sag mal, kann ich zufällig mal deine Kartoffeln hier, oder willst du die anpflanzen? Was? Warum willst du die essen? Nee, ich wollte sie brennen. Ich will die anpflanzen. Okay, ja, ich brauche nämlich was zu essen. Guck mal, es fliegt Erde. Bist du ein Erdbändiger? Ja, ich bin ein Erdbändiger! Guck mich an! Warte, pass auf, ich kann auch Erde bändigen! Wow. Jetzt Achtung, jetzt komm ich! Wow! Wie viele Punkte sind denn da oben? Alter, Erdbändiger-Action! Ey, ich hab den Videotitel! Wir sind Erdbändiger, voll cool! Und jetzt Achtung, mach mal kurz, guck mich an! Mhm. Dreh dich mal kurz um! Ja! Bam! Nein! Doch! Soll ich ein Erdbändiger-Item machen? Ja! Was kann das dann? Okay, sowas zum Beispiel, so Wände erstellen oder so. Ja, mach das bitte! Ja, okay. Bitte! Na gut. Bitte, ich will Erdbändiger werden! Hä, das soll dann aber so eine Pillar machen, das vibriert dann erst so auf dem Boden und dann kommt es raus. Ja! Das cool ist, wenn du dann draufstehst, kannst du dich so hochschleudern. Ja, Halbzwilling, ja! Warte, ich schreib's mir auf. Ja! Alles klar, Erdbändiger-Item wird gemacht, kein Problem. Nice! Leute, wenn ihr das auch so feiert, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ja, und dann abonniert mich, dreimal. Ja, schaut beim Halbzwilling vorbei, abonniert ihn ein halbes Mal. Weil und dann nochmal. Und dann passt es, ja.
Willst du dich hier reinbauen oder wie? Soll ich dir ein bisschen helfen beim Ausbauen? Kannst du machen, aber ich werde die voll. Ach gut, ne, wir haben noch 5 Minuten. Also so hier in den Berg reinbauen und dann, also das ist hier so der Vorderbau und das hier soll so ein bisschen nach oben gebaut werden und so. Mhm. Und also ich habe schon so eine richtig geile Vorstellung, aber ich kann es nicht erklären. Hast du hier zufällig irgendwas zum Töten? Ich habe nämlich dieses Hungry Zombie Brain, das ist so ein Accessoire. Wenn du da Sachen tötest, kriegst du da eine Hungerkeule für. Ach. Aber ich habe irgendwie nichts zum Töten und ich habe Hunger. Ich habe nur noch 2 Balken. Du kannst mich töten. Nein. Ja, das kann man natürlich richtig ausnutzen, aber hier ist auch echt nichts, ne? Das ist richtig schlimm. Ja. Ach, Mann. Ich muss, glaube ich, kurz mal nach Hause was zu essen holen. Habe ich echt ein Problem. So, und da könnte man so einen Turm hier eben bauen, oben dann auf dem Berg, wo sozusagen eine Art Bootsbahnhof ist. Ja, sehr schön, genau. Dass man diese Türme dann sozusagen überall im Lande verteilt. Weil genau, das ist Boote das, was kann ich man ja hatte. Nicht auf der Y-Achse bewegen. Noch nicht, nee. Geht das? Was? Ich werde wahrscheinlich ein Item machen, so ein Lenkrad oder so. Also als Accessoire, wo man dann durch die Blickrichtung das ändern kann. Ah, okay, das ist auch eine nice Idee. Mal schauen. Boah, ist echt, ohne Witz, auch wenn es nicht viele Leute schauen, Leute, es macht Spaß, dieses Projekt. Es ist echt nice und deswegen werde ich es auch auf jeden Fall weiterführen. Also Erdbinden und Gutes. Das muss ich mir alles nochmal aufschreiben. Ja. Aber das mache ich, kein Problem. Ich mache da vielleicht einen Livestream. Oder ich lasse das so. Hä, bist du da drin? Ich bin da drin. Ich baue hier ab. Ah, okay. Wie weit wollen Sie es denn haben? Soll ich noch ein bisschen hochgehen, oder? Gut, du kannst hier eigentlich diese ganze Front hier, ich wollte mich ganz in den Berg reinbauen, nicht nur dieses bisschen da oben. Ah ja. Ja. Ich habe gar keine Schaufel dabei, deswegen. Ja, ist ja kein Problem. Oh, es wird gleich eine Sternschnuppe geben, oder? Ja, das ist erst später danach, also fast Mitternacht. Ach so, okay. Das ist immer kurz vor Mitternacht. Ich bin jetzt gerade echt am überlegen, ob ich hier vom den Balkon irgendwie anders zugänglich mache dann. Wie krass das aussieht, wenn hier diese letzten Lichtstrahlen so reingucken. Ja, das macht so Spaß, ey. Und hier der Mond. Oh. Guck dir den Mond an. Spielst du auch mit demselben Shader wie ich? Nee, mit welchem spielst du denn? Mit dem Silidur Medium oder so heißt er. Lass mich mal kurz nachschauen. Ich habe den, glaube ich, auch. Ja, Silidur's Vibrant Shader. Ich habe aber gerade einen anderen drin, weil der extra für die 1.10 schon gedingst ist. Da habe ich mir gedacht, ich lade mir direkt einen 1.10 Shader runter, weil der ist nicht so extrem und extrem performant. Ich habe da fast genauso viel FPS wie ohne Shader, was richtig cool ist. Warte mal. Ich hab doch hier Eisen. So, das Eisen muss in den Ofen. Und dann machen wir eine Eisenschaufel. Ich hab noch nicht mal ein Eisenschwert. Aber ich hab einen Bogen. Ey, das ist schon mal ziemlich krass, weil Bögen sind richtig stark, weil die Pfeile haben ja keine Gravity. Das heißt, da wo du hinziehst, triffst du auch. Ah, nice! Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Vor allem, mach dir mal ein Schild, weil du kannst tatsächlich wie so ein Jedi, die Pfeile von Skeletten zurückschießen, weil die haben ja keine Gravity. Das heißt, die fliegen einfach komplett zurück auf Absender. Ach was, geil. Okay, das ist eine gute Idee. Also in der Höhle zumindest, auf längere Distanz. Das ist mega lustig. Cool. Ja, das ist schon witzig. Also Schilder sind ziemlich stark. Brauch mal wieder eins. Seit wann machst du dieses Projekt? Ich mach's ja schon ungefähr eine Woche vorher, bevor ich das auf den Server gepackt habe. Dann hatte ich so viel Spaß dran, dass ich mir gedacht habe, hey, komm, machen wir einen Server draus. Lade ich ein paar Leute ein. Genau. Also erst wollte ich immer mal so einen Gast dabei haben, dachte ich mir aber irgendwie, das ist zu umfangreich, um einfach immer einen Typen so für 1-2 Folgen dabei zu haben. Ja. Und dann dachte ich mir lieber, naja, ich lade einfach Leute ein. Dann ist es cool. Ja, ist echt cool. Also mir macht Spaß, ist toll. Oh, mir auch. Hilfe, nein, es klingelt. Oh nein, es klingelt. Nein, ich mach nicht auf. Ha! So. Nein, das sind ja genug andere Leute da, die aufmachen können. Ha! Ja, ja. Ansonsten mute ich mich. Ha! Dann bin ich einfach weg. Oh nein, keiner weiß, dann ist er einfach weg. Was machst du hier unten? Baust du hier unten mir alles weg? Ja, ich will hier reinbauen. Diese ganze Fläche. Ja, das wird echt krass. Also wenn das wieder so ein Riesenbauprojekt wird, dann... Es wird ein Riesenbauprojekt. Ich habe jetzt endlich mal die Gelegenheit, ein Haus zu bauen, ohne die Angst zu haben, getrollt zu werden. Stimmt. Oh! Oh! Wo? 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 Halt zu. Ich weiß es nicht. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Die sehen auch so immer krass aus mit Schilder. Immer auf diesen scheiß Berg, Mann. Ach, Mann.
Immer auf diesen Berg, ey. Ah, da hinten. Oh, nice. Nächste Stern. Diese gar nicht. Hast du so? Ja, ja, ich hab sie. Juhu. Crazy. Die war mal einfach zu erreichen. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Whee! Oh, fuck. Guck mich mal an. Leute, ich glaube, in der nächsten Folge machen wir eine Mining-Tour. Ich will Diamanten finden, dann kann ich mir auch so einen Part machen. Mhm. So, ich habe ja jetzt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Shards. Nice. Ja, daraus kannst du dir auf jeden Fall entweder einen Helm oder einen Helm gibt, aber nur Nachtsicht, das ist jetzt nicht so praktisch. Eine Hose, was macht die? Eine Hose brauchst du 7 und eine Hose gibt Geschwindigkeit. Oh, okay. Ja, das und die Brustplatte an sich gibt nichts, aber wenn du das ganze Set hast, kriegst du Resistenz. Oh, das ist auch cool. Okay, Leute, da haben wir auf jeden Fall ein, zwei Aufgaben vor uns. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Schaut doch beim lieben Noah vorbei. Der macht auch ganz viele Videos zu No Gravity. Wehe nicht, sonst bin ich sauer. Dann, tschüss. Tschüss.